Hallo zusammen bei Metalstorm X, der moderne Noob, der heute auch wieder weiter am Motor bauen will. Man kann es einfach nicht lassen, in dem Sinne, ne? Okay, so, jetzt machen wir einfach mal weiter. Und musste noch mal gucken. Rekord habe ich gedrückt. Nur dass ich doch mal blabber und es wird nichts aufgenommen. Es wird der Tag kommen, aber das auch mal passieren. So, packen wir dann auch mal gleich aus. Ach, das sieht doch schon wieder sehr schön aus. So, und gucken noch ins Heft parallel. Nummer 18. Motorrückseite, Motorseite rechts, Stofffilter, Kraftstofffilter. Man muss natürlich auch alles lesen, ne? Auspuffkrümmer. Aha, Motorseite links und dann haben wir DM-Schrauben und AP-Schrauben. Metall- und Plastikschrauben. Also wird das wahrscheinlich aus Plastik sein. Nehme ich mal an. Das kriegen wir hin. Das ist alles wunderbar. Für Grobmotorige gedacht. Und am Tagebuch, wenn ich Johnny wie gut spiele, flippen die Leute aus. Na, ob das heute noch so ist. Ja, okay, es geht um Musik. Der Newcomer. Sagt mir nichts. So, gut hört. Gut, dann wird das nicht unbedingt hier für mich so interessant sein. Jedenfalls heute Abend nicht mehr. So, fangen wir an mit Bauen. Wollen wir uns den Tag versauen, lassen wir es lieber bauen. So. Befestigen Sie 18C und AP-Schrauben. Na gut. So. AP-Schraube und brauchen wir erstmal die Plastikschrauben. Gut. Was ist jetzt 18A und B? Nö, nö, nö. Ah. 18B mit der runden Bohrung. 18B mit der Bohrung. So rum. Ah ja. 18C ist das schwarze Teil. Echt? Das soll innen dran kommen. Na gut. Mit einer Plastikschraube. Okay. Das kriege ich mal. Ich denke mal relativ falsch rum hin. Ich weiß nicht. Es ist so klein. Aber wir machen das, was die Bauanleitung sagt. Weil wie rum es Wurst, da gibt es keine Kerbe und nix. Einfach festschrauben. Ein bisschen aufpassen, dass es überdreht. So, den Kelt. Jetzt nehmen wir das nette Teil.
raus. Das ist was? Der Ölfilter. Ja. Ich wollte doch eh schon Öl reingießen. Das ist auch wieder AP-Schraube. Genau dasselbe. Dieselbe Chose nochmal in Bronze oder Gülden. Habe ich jetzt noch keine Schraube ausgeschüttet. So. Okay. Das, da meint vielleicht das kleinere erst dran machen, sondern das große. Oh, da gibt es eine Not. Sollte da aufpassen. Warum auch immer. Zumindest braucht er was draufdrücken und nicht das Ding festhalten beim Festschrauben. Weil durch die Not dreht sich es nicht mit, wenn man die Schraube reinschraubt. Das sind schon mal 10 Pluspunkte. Das haben sie sich gut ausgedacht. Ging auch problemlos. Sogar mit dem Originalwerkzeug. Okay, jetzt kommen die Krümmer dran. 18B. Was ist B? Ich denke, das ist Wurst. 18. Nee. Naja, 18 wieder die Lochgeschichte. Was kommt da dran? Die Bauteile sind sich sehr ähnlich. 18E weist aber eine Bohrung in der Mitte auf. Und Auspuffkrümmer, Bohrung in der Mitte. Richtig. Diese Bohrung. Wo ist das Teil schon ein bisschen vermackt? Da sind so komische Kratzer drin. Ich habe mir auch gefragt, bei den anderen Videos, sollte man das hier vielleicht wegfeilen oder ist das so realistischer als Gussteil? Das ist ein Krümmer, aber auch ein Gussteil? Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich habe keinen gesehen, der es abschleift oder wegfeilt. Deswegen lasse ich das mal jetzt. Ich kann es ja immer noch machen. Könnt ihr mal drunter schreiben, wie ihr es machen würdet oder habt ihr es vielleicht schon gemacht. So, wie kommt der Krümmer jetzt dahin? Also recht, Auspuff E, schraubst du mit 2 AP-Schrauben fest. Die Baureihe E und G sind sich sehr ähnlich. E weist die Bohrung in der Mitte auf. Also E brauche ich jetzt. Hier ist das Schwarze, das ist jetzt da unten. Die Krümmung nach hinten. Dann müsste das dann so aussehen. Das war. Jetzt brauchst du wieder 2 kleine AP-Schrauben. Junge, Junge. Also viel kleiner dürfte das Modell aber auch nicht sein. So. Jetzt kommen wir wieder zu der Stelle. Nicht sprechen, ganz ruhig atmen oder so. Oder irgendwie eine ganz tolle Technik erfinden. Gut, das haben wir auch hingekriegt. Mit dem kleinen Versuch gerade reinzuschrauben. Die erste war ein bisschen schief, deswegen bin ich da gleich nochmal raus, das Ding. Hab's nochmal etwas gerade angesetzt und das ging auch jetzt besser. Und mit den etwas größeren zweiten, dickeren Schraubenzieher das Ding festgezogen. Jo, sieht doch schon mal noch was aus. Ich habe noch nie einen Motor gebaut in der Form. Habe ich jetzt fast ausgelassen. Das Teil, das ist Klarovic. So. Hä?
Okay. So rum. Jo. Das ist das, das, das. Ja, sollte stimmen. So, jetzt wieder das Sprechen und Atmen einstellen. Durchatmen. Ich darf wieder sprechen. Es kann wieder weitergehen mit dem Gelaber. Okay. Der Bauschritt ist auffällig. Ich habe noch zwei Schrauben. DM-Schrauben. Ja, vielleicht kann ich wieder meinen Akkuschrauber nehmen, weil es geht um Metall. So. Okay, was brauchen wir jetzt? 18B. 18B, 18B. Scheiße, was war jetzt 18B? Ein 18B, das ist das mit den Teilen hier. Okay. Das Monster hier. Ja. Ja, das ist so und so. Und guck mal, das so dran mal. Hier ist noch so ein. Also auf beiden. Hier so ein Ding. Ding, Ding. Aber irgendwie sieht das komisch aus. Naja. Sehr, sehr. Komisch, die Löcher wollen nicht wirklich passen. Also, doch. Ja. Ja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. So. Ich hoffe, das geht gut jetzt. Sei denn, also ich, nee, ich sag nichts zu. Nee.
Okay. Hier war der Akkuschrauber wieder mal Zeitersparnis und Kräfteersparnis. Ich hoffe, dass die Bohrung jetzt auf der Seite besser übereinstimmen. Also hier wieder die Nase rein. Und hier, ich hoffe, das ist so. Hier unter dem bleiben. Ne? So also eine Art Führungskante Schiene. So, und hier die Löcher. Naja. Ich hoffe, es klappt. Denke ich schon. Gut, das war's auch schon mit dem Teil. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel vorgegriffen, nicht, dass ich das noch gar nicht dran bauen durfte. Man muss mal gucken. Nee, passt. Aber was kommt jetzt dran? Richtig, die fette Motorenrückseite mit 2DM-Schrauben. Oho, ich glaube, das waren keine. DM, was ist das? Hm. Ach, nicht. Das wird auch DM sein. So. Ich nehme mal lieber die. So, wie machen wir das? So. Was ist das gemeint? Die Dinger? Nö. Oder doch? Zum Schluss fixieren Sie die Rückseite. Hm. Am Motorblock. Ja, ich nehme an, die Dinger hier unten. Naja, okay, also hier passt's. Ich glaube, da kommen wir mit dem Akkuschrauber nicht hin. Naja. Ja gut, okay. Das Ding wird immer größer. Es gefällt mir immer mehr. Obwohl, wir haben einen leichten salzigen Geschmack im Mund. Ich habe mir bei der ganzen Aktion doch mal richtig auf die Lippe gebissen. Ja, also, mir ist die Lust an dem Ding immer noch nicht vergangen. Weil auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, ein bisschen doof aussieht, ein oder andere hat mich schon deabonniert. Wahrscheinlich wegen dem Akkuschrauber. Wahrscheinlich eine ganz große Modellbausünde, da den zu verwenden. Oder ich stelle mich einfach zu dusselig an. Oder meine Texte passen nicht. Oder es ist zu langweilig. Jedenfalls schade, dass die Leute nichts reinschreiben. Ansonsten mir aber wurscht. Hauptsache ihr macht einen Daumen nach oben oder nach unten. Und da will ich mal hoffen, dass meine Abonnentenzahl trotzdem weiter steigt. Trotz dieser Hilfsmittel und dem Gelaber und so weiter. Vielleicht nervt den einen oder anderen, dass ich vielleicht zu viel Serien mache am Tag. Aber wenn es mal läuft, dann läuft es halt. Dann gehören sie auch hochgeladen. Und in dem Sinne bin ich mir sicher, den 19 mache ich auch noch irgendwie gleich oder morgen. Oder das lange Wochenende muss ja genutzt werden. Ne? Vielleicht mache ich dann doch noch ein Stückchen mit der Scharnhorst weiter, wenn es so gut läuft. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut auf meinen Kanal. Und einfach die nächste Folge hier mit zuseht und zuschaut. Ne? Bis dahin, tschüss. Euer Metal Stormix.
Ach, der Modellbahnhof.